Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal wieder einen Wasserfilter vorstellen. Und ausgesucht habe ich mir diesmal einen ganz besonderen Wasserfilter, den Katadyn Kombi. Der Kombi gehört schon seit Jahren zu den meistverkauftesten Wasserfiltern der Welt. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns zunächst den Lieferumfang an. Der Kombi wird samt Zubehör in einem Transportbeutel geliefert. Darin enthalten ist neben dem Filter selbst eine deutschsprachige Anleitung, zwei Beutel mit Aktivkohlegranulat, ein Pflegeset, der Ansaugschlauch mit Schwimmer sowie Vorfilter und schließlich ein Adapter für SIG- und Weithalsflaschen. Kommen wir zur Inbetriebnahme. Der Kombi kann auf Wunsch mit Aktivkohle betrieben werden. Dies hilft, chemische Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen und verbessert den Geschmack. Standardmäßig ist keine Aktivkohle im Filter, weswegen wir sie vor dem ersten Betrieb hineinfüllen. Dazu wird der Kombi zunächst auseinandergebaut. Die Filterkerze selbst kann man dafür eigentlich im Filter lassen. Zu Demonstrationszwecken und um die rote Maßleere zu zeigen, habe ich sie aber trotzdem einmal zerlegt. Oben auf dem Gehäuse sitzt nach dem Zerlegen die Aktivkohlekartusche. Sie wird abgenommen und oben geöffnet. Dann wird vorsichtig das Granulat in die Kartusche geschüttet. In dem Beutel ist ausreichend Aktivkohle, sodass es nicht schlimm ist, wenn etwas daneben geht. Ist die Kartusche voll, so wird alles wieder verschlossen und zusammengesetzt. Zu guter Letzt pumpt man einmal einen Liter klares Wasser durch den Filter, um Keramikpartikel und Aktivkohlestaub auszuschwemmen. Nun ist der Filter einsatzbereit. So, schauen wir uns nun den Betrieb an. Um euch die Filtration zu zeigen, habe ich einen schönen herbstlichen Cocktail mit Erde, Blättern und anderen Pflanzenresten für den Kombi zubereitet. Gerührt, nicht geschüttelt. Zum Filtern wird als erstes der Ansaugschlauch am seitlichen Nippel des Kombi angeschlossen. Dann wird der Schwimmer auf die passende Länge geschoben, sodass der Vorfilter nicht den Boden des Gewässers berührt. An der Unterseite des Filters kann nun direkt eine PET-Flasche angeschlossen werden. Mit dem Adapter lassen sich auch SIG- oder wie hier Weithalsflaschen benutzen. Nun wird nur noch der Schlauch ins Schmutzwasser getaucht. Jetzt kann über den oberen Pumpengriff der Filter in Betrieb genommen werden. Dabei arbeitet er recht zügig und schafft 1 Liter Wasser in etwa 1,5 Minuten. Am Ende hat man aus ungenießbarem Schmutzwasser sauberes Trinkwasser gemacht. Gehen wir zum Abschluss noch kurz auf die technischen Daten ein. Die Filterkartusche des Kombi hat eine sehr gute Durchflussgröße von nur 0,2 Mikrometer. Die Kapazität des Filters beträgt bis zu 50.000 Litern. Die Aktivkohle hält etwa 200 Liter bzw. 6 Monate Dauernutzung durch. Um sich den Monat der Befüllung zu merken, lässt sich dieser über ein Rädchen an der Seite einstellen. Das Filtergehäuse ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Die Pumpenteile im Innern bestehen aus Edelmetall. Insgesamt bringt der Filter inklusive Aktivkohlefüllung und Ansaugschlauch 695 Gramm auf die Waage. Kommen wir zum Fazit. Der Katadyn Kombi hat uns sehr gut gefallen. Keine Frage, mit 190 Euro Kosten ist der Filter in der Anschaffung nicht gerade billig. Dafür aber sind die Betriebskosten unschlagbar niedrig. Verzichtet man auf die Aktivkohle, so ist der Kombi der günstigste Wasserfilter in unserem Testfeld. Und selbst wenn man permanent Aktivkohle einsetzt, sortiert er sich immer noch ins gute Mittelfeld ein. Die Filterleistung ist mit einer Durchflussgröße von nur 0,2 Mikrometern und der Möglichkeit, bei Bedarf Aktivkohle zu nutzen, sehr gut. Nur wenige Filter bieten überhaupt eine solche Flexibilität in der Nutzung. Auch sonst ist der Filter top, die Materialien sind solide, die Filtergeschwindigkeit ist okay und auch das Zubehör stimmt. Daher ist der Katadyn Kombi eine echte Empfehlung.